Hallöchen, da sind wir wieder bei Golden Sun und es geht relativ flott weiter, denn wir machen uns jetzt auf den Weg zum Kolosseum und es wird spannend, wenn... Lässt du mich vorbei? Lass mich vorbei! Es wird spannend, denn wir wurden auserwählt, bei Colosso mitzumachen. Hey, du bist Izzy! Ist das ein Witz? Der soll Izzy sein, der den Barbie gewählt hat? Ja, es gibt keinen Irrtum, das ist ganz sicher Izzy. Aber er ist doch noch ein Kind. Was glaubt Barbie, was Kolosse ist? Etwa ein Spielplatz? Ihn am Finale teilnehmen zu lassen, ist für eine Beleidigung für jeden, der die Vorausscheidung mitbestanden hat. Blablabla, ich kann heute irgendwie nicht lesen. Habt ihr denn gar kein Vertrauen in Barbie? Schämt euch. Ganz böse Menschen. Barbie würde ihn nicht am Finale teilnehmen lassen, nur um ihm einen Gefallen zurückzuerstatten. Ach so, nicht? Barbie würde Izzy nicht teilnehmen lassen, wenn er es nicht wert wäre. Ich will's doch hoffen. Ich mache euch kaputt. Wir haben auf dich gewartet. Auf dich und deine Freunde natürlich, Izzy. Auch wenn deine Freunde keine selbstständigen Entscheidungen treffen können. Aber hey, alle Teilnehmer werden gebeten, sich in den Warteraum zu begeben. Okay. Hier entlang, bitte. Lalalala. Wie? Izzy ist der Einzige, der am Finale teilnimmt. Die Krieger, die am Finale teilnehmen, müssen alleine hineingehen. Aber warum Izzy? Barbie wollte es so. Aber ich wollte auch teilnehmen, Manu. Es werden keine weiteren Nennungen mehr angenommen. War ja klar. Nun, Meister Izzy, bitte bereitet euch vor. Eben sagt ihr noch, er ist ein Kind, wir sind den Meister Izzy. Ich denke, alles, was du noch tun kannst, ist, es durchzuziehen, Izzy. Ich weiß, du willst auch teilnehmen, Garrett, aber das geht nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Izzy wird gegen diese Kolosso-Krieger niemals bestehen. Boah, danke. Wenn Izzy gewinnen will, muss er Psy-Energie einsetzen. Nun, Barbie scheint sehr an seiner Psy-Energie interessiert zu sein. Boah, ich kann echt nicht lesen heute. Doch selbst wenn, wie soll er sie hier einsetzen? Was hat Barbie gesagt, als dass wir tun sollen, während Izzy kämpft? Wir machen eine kleine Ausnahme. Ihr könnt ihn direkt von hier aus anfeuern. Aha, ihr werdet aus nächster Nähe dabei sein. Schön. So etwas wird zum ersten Mal erlaubt. Ihr solltet Barbie dafür danken, diese Sonderplätze erhalten zu haben. Wenn alles bereit ist, bringe ich euch hin. Kann Izzy nicht auch die letzten Runden sehen? Ich wette, du willst so viel wie möglich über die Finalrunden erfahren. Nicht wahr, Izzy? Jo. Ach komm schon. Du kannst doch sicher eine kleine Ausnahme machen, oder? Nun, es kann ja nicht schaden. Ich kann nicht glauben, dass Izzy mitten in Kolosso einsteigt. Etwas gab es noch nie, das ist völlig neu, wie ich schon sagte. Sind wir bereit? Ich führe euch dann durch die Arena. Und los! Yay! Ich freue mich richtig auf Kolosso. Das ist der Schauplatz des ersten Finalkampfes. Hier werden die Krieger ihre Kampfkunst unter Beweis stellen. Nun, eigentlich gehört da noch viel mehr dazu. Was fehlt hier noch? Die Krieger müssen ein Rennen bestehen, um als Erster an die Ausrüstung zu kommen. Wer zuerst kommt, ist also im Vorteil. Das nenne ich eine Herausforderung. Das ist zu schwer für Izzy. Wir müssen ihn unterstützen, so gut wir können. Du willst also meine Erklärung nicht hören? Warte mal. Ich will sie hören. Ja. Gut, dann lass mich ins Detail gehen. Ha, Glück gehabt. Die Krieger ziehen ohne eigene Ausrüstung ins Finale. Wenn du bitte dorthin blicken würdest. Das ist der Start der ersten Runde des Finales. Du musst mehrere Runden absolvieren, bevor du die Kampfarena erreichst. Die Truhen entlang des Weges enthalten Items, die dir im Kampf sehr nützlich sein können. Lesen. Das ist die Kampfarena. Nachdem die Krieger hier angekommen sind, geht der eigentliche Kampf los. Du kannst auch Waffen in der Arena finden, aber eine ist schwächer als die andere. Wer also als Erster hierher kommt, ist im Vorteil.
Die Ausrüstung, die du hier findest, kannst du auch im nächsten Kampf wieder einsetzen. Was denkst du, Izzy? Verstehst du die Regeln für das Finale? Jo. Dir wird aufgefallen sein, dass jeder Schauplatz seinen eigenen Platzwart hat. Frag die Platzwarte nach den Informationen zu den Schauplätzen. Izzy, du bist jetzt Finalist. Vergiss das bloß nicht. Ich bleibe hier, also komm zu mir, wenn du dir alles angesehen hast. Hey, von wo aus können wir ihn anfeuern? Möchtet ihr die einzelnen Schauplätze besuchen und euch eine Erklärung geben lassen? Ja, danach entscheiden wir, von wo aus wir Izzy anfeuern werden. Yay! Hallo Nummer 1. Moment. Ich möchte Folgendes tun. Jetzt muss ich ganz stark überlegen. Das kriegt bitte... Warte mal. Jetzt muss ich mir das überlegen. Ich glaube, Garrett kriegt das. Nein. Das kriegt bitte er. Juhu. Und dann hätten wir, glaube ich, alles, was wir... Jetzt muss ich ganz stark nachdenken. Ja, der Regenschauer ist sowieso bla. Okay. Kurzschwert? Ach so, er hat ja keine... Ah, er hat keine Items mehr, deswegen. Aber die wesentlichen Items sind noch da. Gut, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Hallo, Nummer 1. Dies ist Runde 1 des ersten Finalkampfes. Möchtest du gerne einen Überblick über diesen Abschnitt haben? Ja. Ich kenne das noch, aber ich mach's mal für euch. Dies hier nennt man den Felskampf. Die Krieger müssen Übergänge errichten, um weiterzukommen. Ja, schneller. Die Krieger dürfen nur die Items, die sie hier finden, benutzen. Ansonsten steht ihnen nur ihre Kraft und Ausdauer zur Verfügung, um die nächste Runde zu erreichen. Dies ist Runde 1 des ersten Finalkampfes. Möchtest du, dass sich einer deiner Freunde hier anfeuert? Oh ja! Und zwar der gute Garrett. Garrett soll dich anfeuern? Hier entlang bitte. Tschüss! Next one. Bla bla bla. Hier. Runde 2. Möchtest du gerne einen Überblick haben? Jawohl. Okay, ich hab's schon gesehen. Diese Arena nennt man Röhrenrätsel. Siehst du die Wasserrohre? Sie bewegen eine Art Plattform. Aha, okay, ich weiß Bescheid. Wenn sich eine Seite senkt, hebt sich die andere Seite. Mit Hilfe dieser Vorrichtung musst du einen Weg zur nächsten Arena finden. Runde 2. Möchtest du, dass sich einer deiner Feuer anfeuert? Ja, und zwar mir. Bitteschön. So, next one. Runde 3. Überblick, jawohl. Die kaputte Brücke. Okay, da werde ich was probieren, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Deswegen kriege ich das nicht hin. Echt, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade nicht vorgelesen. Ich habe gerade nachgedacht. Ja, ich platziere mal Ivan hier. Weil ich weiß, dass wir in der vierten Runde nichts anfangen können. Und wenn ich mich jetzt getäuscht habe, dann beiße ich mir in den Popo. Runde 4, einen Überblick. Jawohl. Ja, tatsächlich. Der große Wassertank. Ja, das ist natürlich ein... ein großes, riesiges Hindernis. Tja. Gib dein Bestes. Lalalala. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt sogar so weit richtig, wie ich die hier platziert habe. Hallo. Ich bin fertig. Hast du dich umgesehen? Jawohl. Dann lass uns zurückgehen. Tschüss. Kämpfer, treffet eure Vorbereitungen. Das Finale beginnt in Kürze. Ja, hab ich. Du kannst nicht gehen, bevor das Finale... Ich will auch gar nicht gehen. Ja, ich bin fertig. Bist du bereit fürs Finale? Pff, nö. Wir fangen bald an. Mal gucken, wie sieht's denn aus? Psynergie? Pff. Ja, ist doch alles ganz easy soweit. Die Djinns sind alle aktiviert. Schön, ich bin fertig.
Bist du bereit? Jawohl. Stell dich bitte in den 8. Kreis. Ach so, der da. Schöner Kreis. Bist du bereit? Ja. Hey, es kann losgehen. Wir haben die Wartreihe ohnehin schon satt. Können wir jetzt endlich anfangen? Ich stimme zu. Lass das Finale endlich beginnen. Ja, ich werde es euch zeigen. Wir sind hier, um das Finale zu gewinnen. Na, du bist so glaubwürdig. Hey, was ist los? Fang endlich an. Schneller. Stellt euch in der Reihenfolge der Ränge auf und wartet auf das Signal. Lululululul. Nun denn, erwählter Krieger, lasst das Finale beginnen. Lululul. Schummelpause, was könnte man hier wohl machen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nimmt man den Verschieber. Yes, der Kampf beginnt gleich. Bitte geht auf eure Plätze. Ivan, ich probier's mal, aber ich glaube, es ist zu weit weg. Nein, es ist definitiv zu weit weg. Deswegen können wir hier nichts machen. Du fragst, wann es endlich losgeht. Ja, yeah. Geduld, es geht gleich los. Und Mia, du machst bitte... Weiß nicht, ob ich mich hier beeilen muss. Den Regenschauer. Jawohl. Der Kampf beginnt gleich. Bitte geht auf eure Plätze. Das werde ich heute noch öfter sagen. Das erste Spiel... ist wie bei Need for Speed hier. Weiter. Ja, das wird unglaublich schwer, das zu gewinnen. Yes, oh. Wow. Und wir sind fast durch und der zweite ist immer noch da am Anfang. Oh ja, ist Wurst. Ist ja halt Eisenschild. Ja, also, wir haben jetzt auch überhaupt keinen zeitlichen Vorteil gehabt. Da hätten wir uns eigentlich noch die Kisten holen können. Naja, was soll's. Das ist übrigens auch schaffbar, wenn man diese Schummeltricks nicht alle hinbekommt. Also für die, die daran irgendwie verzweifeln sollten und sich das nicht merken können. Ich weiß das, weil ich Colosso 1000 Mal gemacht habe. Weil mir das immer am meisten Spaß gemacht hat noch. Der holt sich echt noch die Items, der Typ, glaube ich. So wie der da rumwurstelt. Jetzt kommt er? Kommt er jetzt? Boah. Der lässt sich ja ordentlich Zeit. Der holt sich wirklich alle Sachen, so wie es aussieht. Was ihm aber nicht viel nützen wird, denn wir haben das Eisenschild. Auf sie mit Gebrüll! Azard erscheint! Du kriegst gleich mal einen Ragnarök auf den Helm. Er schützt sich, ja, pff, da haben dir die Items ja viel geholfen, muss ich sagen. 117 Schaden. Super Sache. Kaboom! Das sind relativ eintönige Kämpfe, denn viel andere Sachen werde ich nicht machen, als Ragnarök einzusetzen. Die anderen können ja auch nichts. Vielleicht mal eine Rauchbombe oder sowas schmeißen. Oder einen Öltropfen. Synergie. Heilwasser. Er setzt eine Nuss ein. Das habe ich mir fast gedacht, dass das noch kommt. Ja, eigentlich könnten wir auch Beschwörungen raushauen, aber das wäre irgendwie Quatsch. So funktioniert das ganz gut, glaube ich. Das sind 2 Attacken, dann ist die Nuss wieder weg. Und dann sollte er auch relativ bald gematscht sein. Kaboom! Ja, jetzt hast du keine Items mehr, ist dein Problem. Dusch! Danke! Gewonnen! Aha, du hast also deine erste Runde überstanden. Direkt im Finale einzusteigen und gleich eine Runde zu gewinnen, ist erstaunlich. So etwas muss man von einem Krieger, der von Barbie persönlich erwählt worden ist, erwarten können. Jetzt können wir uns die nächsten Schauplätze ansehen. Ja, mach das. Habe ich jetzt wieder volle HP eigentlich? Ich hoffe es. Das waren genau 15 Minuten jetzt. Das ist übrigens sehr praktisch. Dies ist der Austragungsort des 2. Finalkampfes. Wie ich bereits sagte, hat jede Runde ihren eigenen Platzwart. Bitte frag den Platzwart nach einer Beschreibung. Izzy, der Kampf war großartig. Ich bleibe hier. Also sag mir Bescheid, wenn du dich umgesehen hast. Okay. Das sind jetzt wesentlich mehr.
Oh je, das sind wirklich... Oh Gott. Okay. Moment. Sind das jetzt 5 oder 6? Ich schau mal. Hallo? Zeig mal. Nennt man Mini-Labyrinth. Ja. Ganz schön schwer, das Labyrinth. Nee. Das lohnt sich nicht. Schauen wir mal hier vorbei. Warum lohnt sich das nicht? Klar, man konnte verschieben, aber man kann nur eine Psy-Energie erfolgreich einsetzen und man hätte 2-mal verschieben müssen. Deswegen lohnt sich da das Ganze nicht. Sind die Schiebeböden mit höchster Vorsicht, der sich in Bewegung befindet. Oh je. Ach, aber da geht's. Lala, möchtest du, dass ich... Ja, und zwar möchte ich... Ich hoffe, der hat das jetzt. Ja, du hast das Para-Juwel. Also, Ivan soll mich anfeuern. Lalalala, weiter bitte. Ja, gib mir mal einen Überblick. Kann man da doch 2-mal? Ach, man kommt von da. Okay, verstehe. Ich möchte, dass Mia hier bleibt, auch wenn Garrett auch Frost kann. So. Runde 4. Ja, Überblick. Okay, da muss ich mir schon mal merken, dass ich in der Mitte runterspringen muss. Die Wand. Toll. Okay. Nein, hier möchte ich bitte niemanden haben. Ich weiß, dass ich in der Mitte runterspringen muss und das muss dann reichen. Runde 5. Ja, dann müsste hier jetzt eigentlich Garrett sein. Diese Runde heißt Laufsteg. Stämme blockieren den Weg. Okay. Ja, dann sollte Garrett mal hier, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich das anstellen soll. Aber da war ein Baumstamm zum Umschmeißen und ich glaube, kleinen Moment. So. Ich glaube, das ist dann sinnvoll, wenn ich den hier platziere. Woanders hat das keinen Sinn. Mir hätte das keinen Sinn gemacht. Vielleicht am Anfang mit dem Verschieber, aber das Labyrinth da, das kriege ich auch so hin. Izzy, hast du dich umgesehen? Ja, habe ich. Und ich muss mal ganz kurz mich muten. Kleinen Moment. Denn ihr wollt sicherlich nicht hören, wie ich mir die Nase schnaube. Ja, die erste Grippewelle geht langsam um. Und ich merke schon, ich werde schwach. Schummelpause. Wer fängt an? Garrett fängt an. Ich mache das einfach mal so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Dusch. Okay, dann kann ich da also hoffentlich rüberhüpfen. Hoffentlich. Ich probiere es einfach aus. So, du kriegst jetzt hier mit ein. Erstarrung. Der Kampf beginnt gleich. So, hier mache ich jetzt mal die Seite. Ich hoffe, das ist richtig. Frost. Miau. Oh, das ist es schon gewesen. Das zweite Spiel. Lauf, Izzy, lauf. Das ist praktisch. Da oben will ich nicht hin. Miau.
Okay, ich habe einen zeitlichen großen Vorteil noch. Mitte. Jawohl. Und jetzt müsste ich unten lang können. Komme ich jetzt unten lang? Ah, ist das aufregend. Ah, ja, das war richtig. Oh, perfekt. Und ich bin schon da. Jippa. Ein Kettenhemd für mich. Das war schon ein bisschen knapper als vorher. Es sei denn, der trödelt jetzt auf den letzten Strecken da noch 1000 Jahre lang rum. Wonach es aussieht. Spannende Musik. Und wir stehen in der Gegend rum. Das ist ja wunderbar. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, und er holt sich natürlich wieder alle Items. Und ich habe nicht geguckt, ob unsere HP voll ist, aber müsste. Das wäre ein bisschen arg unfair, wenn nicht. Ja. Da ist er. Der grüne Wichtelmann. Ein Creeper. Saatrage erscheint. Und bei uns ist alles voll. Adusch. Bitte benutze diesmal gleich deine Nuss. Ach, der schützt sich auch. Das ist mir ein Rätsel. Haha, ausgewichen. Ah, das ist schön. So macht das Spaß. Kaboom. Also, das ist natürlich ein spannender Kampf. Eine Rauchbombe. Aber es wirkt nicht auf Izzy. Das ist praktisch. Ein Item müsste er noch haben. Ich weiß nicht was. Eine Nuss, natürlich. Kaboom. Ich mag die Animation vom Ragnarök. So, der macht uns 60 Schaden. Das heißt, wir können bedenkenlos noch ein, zwei Mal angreifen. Noch eine Nuss. Wo kriegt er denn die ganzen Nüsse her? Die Nuss. Ist ja Wahnsinn. Das nervt ja. Kaboom. Jetzt sind die Nüsse aber alle weg. Das ist praktisch, wenn der sich schützt. Dann müsste er jetzt nämlich hinüber sein. Jawoll. Sieg. Wir triumphieren. Auf allen Vieren. Es ist dir gelungen, beide Runden zu gewinnen. Du bist unglaublich, Izzy. Wenn du die nächste Runde gewinnst, bist du der Champion. Eine fantastische Vorstellung, genau wie Barbie es erwartet hat. Ich werde dich nie wieder unterschätzen. Gehen wir zu den nächsten Schauplätzen. Abmarsch. Dum, 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 dum. Dies ist der Austragungsort des dritten Finalkampfes. Du weißt bereits, dass jede Runde ihren eigenen Platzwert hat. Bla bla, ich frage nach der Beschreibung. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommen willst. Ich bleibe hier, also sag mir Bescheid, wenn du dich umgesehen hast, Random Text. Nummer 1. Ja, ich möchte einen Überblick haben. Oh, das ist einfach. Bin ich blöd oder hatten wir das nicht schon? Aber sowas ähnliches hatten wir schon, oder? Ja, ich weiß Bescheid. Benutze diese Waage, um die Spalte zu überwinden und weiterzukommen. Runde 1. Möchtest du dich das hier... Ja, ich sag einfach mal ja. Da kann man schon mal Zeit sparen. Mia und next one. Runde 2. Überblick, jawohl. Okay, das ist auch eindeutig. Okay, aber ich habe den Weg gefunden. Ja. Wo ist der kürzeste Weg? Blablablup. Ich möchte, dass Geralt mich anfeuert. Lalala. Ich hoffe, das war jetzt sinnig. Hallo. Überblick. Die Quetschwand. Weiche ihn unbedingt aus, den Kolben. Okay. Wenn du nicht aufpasst, könnte ich einen Kolben vom Sims stoßen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar der gute Ivan. Und jetzt haben wir schon alle Kollegen verbraten. Das ist irgendwie... Ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr, was man irgendwie brauchen könnte. Überblick. Ich will sie trotzdem mal sehen. Free-Climb-Runde. Ja, da könnte natürlich Geralt auch hin. Aber ich glaube... Wir kommen ja von links, ne? Ach, das kriegen wir hin.
minimale Vertiefung musst klettern. Ja. Gib dein Bestes, werde ich tun. Runde 5. Überblick. Bitteschön. Ja, da könnte man natürlich auch mit dem Ball der Kraft was regeln. Aber wir müssen einfach nur rennen. Ich glaube, das geht schon klar. Laufe dagegen an. So, dann habe ich das schon mal gesehen und das letzte möchte ich dann auch noch sehen. Hey, woher weißt du, dass es das letzte ist? Mann, weil in der ersten Runde waren 4, dann waren 5 und jetzt sind 6. Ist doch klar. Hier müssen wieder Stämme gerollt werden. Hindernis stellt hier der Wassertank dar. Okay, also muss ich das alles wegschieben. Oh je, das kostet aber... Das kostet aber Zeit. Moment, ich bin doch jetzt allein, oder? Ja. Weil da gerade irgendwie war, wenn du weißt, wer dir zujubeln soll, sag mir Bescheid. Aber die stehen ja jetzt schon... Hier müssten sie jetzt... Wo stehen die denn? Da ist Garrett. Da ist Mia. Ivan? 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 Okay, ich sehe Ivan gerade nicht, aber ich hoffe mal, es ist kein Bug. Ich habe mich umgesehen. Dann kann es losgehen. Schummelpause. Jeppa. Synergie, einen Verschieber bitte, und zwar nach rechts. Ching. Ja, du bist richtig, das ist super. Du machst bitte mal wieder die Erstarrung. Haha. Und Mia benutzt einmal... Frost. Bofrost. Das dritte Spiel. Ich will immer schon losrennen, wenn das hier einblendet. Man hört vielleicht, wie ich hektisch meinen Joystick hier mesche. Schneller! Danke, Mia! Da lang, da lang! Runter, da lang! Zack! Danke, Garrett! Danke, Ivan! Ah! Keine Zeit vergeuden! Jetzt wird's nämlich knifflig! Ah! Zack, 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 zack! Und hoch! Wachstum kann ich nämlich nicht. Blöd. Hätte ich mal Wachstum gelernt, dann wäre das Ganze schneller gewesen. Aber wir sind trotzdem relativ fix dabei. Lauf, 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 lauf. Okay, die muss ich jetzt alle hier verschieben, oder was? Wo ist der Verschieber? Weg damit! Weg damit! Weg damit! Oh, das ist aber knäpplich. Schneller! Okay, das war wahnsinnig knapp. Aber wir haben das gute Item gekriegt. Und da sich der andere Typ auch noch die Items holt, die Kisten holt auf dem Weg. Ich hoffe, diesmal sind es nicht 20 Nüsse. Puh, dass es auf dem letzten Abschnitt dann immer so knapp aussieht. Hatten ja doch noch ein bisschen Zeit gehabt, aber... Oh, jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Gucken, ob wir das hinkriegen. Yes, sir. Boom. 68 Schaden. Schütze ich, wie immer. Der ist irgendwie wesentlich größer als die beiden davor, aber er ist rosa. Das heißt, er macht mir keine Angst. Macht auch nur 61 Schaden. Kaboom. Und ich werde mich gleich mal heilen. Genau diese Pause benutze ich jetzt, um mich zu heilen. KP wiederhergestellt, 62 Schaden, Standard eben.
Das ist wirklich unsere stärkste Synergie. Ich habe gerade noch überlegt, ob man Magaya einsetzen soll, aber... Nein, es wirkt nicht. Nein! Ach, verdammt. Störend, aber wir können ja noch angreifen. Diese Runde jedenfalls. Und die Synergie wird knapp. Das heißt knapp. Hälfte haben wir noch. War ja klar. Kabum. Diese olle Täuschung, die stört mich ganz schön. Nein. Danke. Das wäre jetzt blöd gewesen. Rauf da. Dankeschön. Wir haben gewonnen. Huch. Izzy. Easy. Easy. Sag jetzt noch einer Easy, bitte. Ja, ist gut. Ja. Das ist ja süß. Ach ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, lass ihn da liegen. Das ist nett. Izzy ist eingeschlafen. Er muss total erschöpft sein. Lassen wir ihn einfach schlafen. Izzy! Sag noch einer Izzy, dann schmeiß ich mein Gamepad. Du bist wieder wach. Und wie ich das bin. Kolosso, das ist schon lange vorbei. Oh no. Du hast so tief und fest geschlafen. Erinnerst du dich nicht, Jo? Schön langsam. Du warst völlig weggetreten. Du erinnerst dich an nichts. Ach so, wenn du das sagst. Ich dachte, ihr hättet keine Meinung. Es tut mir so leid, dass ich dich so angekeift habe. Nicht weinen. Du hast bis zum Schluss durchgehalten, Izzy. Barbie hat überall deinen Triumph verkünden lassen. Geht es dir jetzt besser? Sind Körper und Geist wieder bei uns? Jo. Nach diesem langen Schlaf sollte es ihm auch gut gehen. Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder angeschrien habe. Barbie sagt, er wollte dich sehen, sobald du wieder zu dir gekommen bist. Wenn du dich besser fühlst, lass uns zu Barbie gehen. Du bist doch in Ordnung, oder, Izzy? Ich kann gerade keine Synchronstimmen mehr. Ich mache mir darüber Sorgen, was Barbie von dir will. Lass uns gehen. Hüpf. Bist du dir sicher, dass du so schnell wieder aufstehen willst? Es geht ihm gut. Er will nicht den ganzen Tag im Bett vergeuden. Na gut, dann lasst uns zu Barbie gehen. Bitte nicht automatisch, bitte nicht automatisch. Oh, danke. Danke. Denn dann kann ich jetzt hier abspeichern nach diesem wunderschönen Kolosso-Ereignis. Und sage, wir sehen uns... Nein, das wollte ich nicht. Und sage, wir sehen uns... genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder hier bei Golden Sun. Bis dahin und tschüss.